Ihr wollt natürlich auch den nächsten haben, oder? Ihr wollt ja wissen, was jetzt noch kommt. Wir haben noch ein paar Sachen. Jetzt drippen wir mal rüber. Guck mal, es ist auch neuartige Musik gewesen, ja, so auch mit diesem Drip und ne, was sie da halt immer erwähnen und auch dieser Vibe, ne, den habe ich auch selber auch gespürt, ne? Aber hey, die Lyrics waren auch geil, waren lustig, ja, waren lustige Lyrics, waren aber auch gut gereimt, ne? War ein geiler Flow. Also gar nichts dran auszusetzen. Das hat mir richtig gut gefallen. So, was haben wir als nächstes? Bad Lock feat. Manuelsen. Murder, She Wrote. Produziert bei Bobby Purakel. Oder Purakal. Purakal. Brandheiß Production. Oder Produktion. Der Beat kommt mir bekannt vor. Bleib ich noch gefangen, Baby. Murder, she wrote. Hinten tut uns unsere Liebe. Ich weiß, Girl, du brauchst meine Hilfe, Baby. Boah, ich liebe die Stimme von Manuelsen. Ey, das gibt wieder gute Laune, ja? Ist zwar so halt so Afro-Trap, ne? Ist also Dancehall. Aber ey, so eine schöne Stimme, Manuelsen wieder, ne? Und dieses Murder, She Wrote. Ne? Geil. Geschichte fing am Park an. Sie spielt mit ihren Jungen, ist das auf einer Parkbank. Ich schaute öfter hin, sie schaute gern zurück. Ihre Augen, ihre Lippen machten mich verrückt. Ich sagte zu meinem Kumpel, verdammt, ich will sie haben. Ich kann es nicht ertragen, wie soll ich es hier nur sagen, dass ich sie gern hab und gerne haben will. Mein Kumpel sagte zu mir, Bruder, geh doch einfach hin. Ja, es stimmt, es war Liebe auf den ersten Blick. Bis zu dem Tag an, wo alles auseinanderbricht. Ich hab nicht nachgedacht, nein, ich wurde kriminell. Nicht, weil ich so dumm war, sondern individuell. Der siebte. Ich wurde kriminell, nicht weil ich dumm war, nee, ich war nur zu individuell. Nice. Ja, cooler Flow, ja. Ich finde auch vom Video, ne, auch so, wie das erzählt hat, ne, dass er ja das Mädchen gerne ansprechen wollte und sowas, ne. Dann hat der Kollege halt gesagt, ja, dann sprich die doch mal wirklich an, ne, mach doch mal den ersten Schritt. Dann ist er aber dann hinter Gittern gelandet, ne, nicht aber weil er dumm war, sondern individuell. Und ja, von den Lines her ist es halt trotzdem noch sehr simpel gehalten. Ja, also sind noch einsilbige Reime so, ne? Aber ansonsten passt, ne? Am Anfang habe ich erstmal gedacht, passt das überhaupt so vom Video und zu dem Thematik und dann noch mit dem Beat. Aber es harmoniert trotzdem irgendwie. Leid, doch dein Mann ist ein Gangster. Baby, girl, ich bleib dein Mann. Nur leider bleib ich noch gefangen, Baby. Murder, she wrote. Tut uns unsere Liebe. Ich weiß, girl, du brauchst meine Hilfe, Baby. Also das Einzige, was ich mir so gewünscht hätte, wäre ein anderer Beat. Ja, also ich finde, der Beat ist halt noch ein bisschen zu fröhlich. Also ich hätte mir da gerne so einen richtig schönen Straßenbeat, der so richtig schön, ne, so wie bei Manuelsen und Massiv. Die haben ja immer diese Straßen-Ghetto-Beats, ne? Ich denke mir, das hätte da auch richtig, richtig gut gepasst, weil das Video halt sehr, sehr dieses Feeling halt widerspiegelt, ja, dieses Härte, dieser Härtegrad halt noch, ne, so erstmal die Story halt erzählt, ne, wie es halt dazu kam, wie er dann in den Knast gegangen ist, ne, und aber die Frau dann so gesehen dann nicht mehr haben konnte, so, ja, und jetzt geht's ja wieder weiter, ja, und jetzt ist er ja im Knast und jetzt erzählt er natürlich da weiter, aber ich find's halt irgendwie schade halt, dass der Beat so fröhlich ist, ja, weil das ist eigentlich eine, ja, sehr traurige Story ist, ne? Auch die Hook ist traurig, aber der Beat ist halt so fröhlich halt, ne? Liebe.
Zeit hier im Knast, sie vergeht einfach nicht. Denn mein Kopf ist gefickt durch das Denken an dich. Sag mir wie, wie soll ich dir helfen? Ich bin noch gefangen hinter Gittern und vier Wänden. Die Miete nicht bezahlt, der Vermieter rastet aus. Er will seine Scheine oder er schmeißt sie raus. Zu viel Probleme, ich wende mich an Gott. Ne, nicht nur er hat Probleme hinter Gittern, sondern ne, die Liebe so, ne, seines Lebens so gesehen, ja. Hat auch Probleme halt, ne? Sie fliegt bald wahrscheinlich von der Wohnung raus, ne? Aber er kann ihr nicht helfen, weil er selber gefangen ist hier mit seinen vier Wänden, ne? Bekommt wieder Post, Mörder, she wrote. Baby girl, ich bleib dein Mann, nur leider bleib ich noch gefangen. Ich weiß, Gott, du brauchst meine Aber ist halt auch krass so, weil muss ich mal vorstellen, wenn jemand halt im Knast sitzt und dann aber seine Liebe draußen ist, ja, und wird sie dann bis zum Ende wirklich auch warten, ja, bis du dann wirklich aus dem Knast wieder rauskommst, ne? Ich habe einen Bro so, der hat zum Beispiel auch, dann ist er in den Knast gegangen und dann hat er aber wirklich gar keinen Kontakt danach mit der gehabt, so gesehen, ne? Also da, es kann auch so, ne, wenn die Liebe nicht stark genug ist oder, ne, dass man da jetzt wirklich nicht so lange miteinander schon zusammen ist und so, dann ist es halt eine schwierige Sache so, weil dann kann es schon sein, dass dann, ja, es kommt drauf an, wie lange man dann hinter Gittern sitzt, so, aber will das dann die Frau dann überhaupt, ne, so lange auf einen Mann warten, ne, weil die muss ja auch, will ja auch ihr Leben weiterleben, ne, und da ist es wirklich halt, ne, krass auf jeden Fall, wenn es gibt ja auch Frauen, die da wirklich auf den Mann auch am Ende warten, so. Aber das ist halt auch wirklich nicht immer der Fall, ne? Und auf jeden Fall hat man dann auch richtig Glück, wenn man halt so eine Frau dann hat, ja? So, aber dann, glaube ich, wenn man noch einmal reingeht, wird das, glaube ich, die Frau dann aber dann nicht nochmal mitmachen, so, ne? Also das ist dann, ich denke mal, auch so begrenzt, ja? Die Karte kannst du nicht immer spielen, also, ne? Also das, was ich am geilsten fand, war in der Hook, ja, bevor halt dieser fröhliche Beat halt anfängt, also dann richtig so, wenn er richtig fröhlich wird, so mit, also hier dieser, wie haben wir, Afro-Trap-Beat, ja, Dancehall-Beat, fand ich eigentlich die Atmosphäre auch richtig geil, ne? Also das ist hier, wenn er jetzt Manuelsen eigentlich nur die ganze Zeit nur drüber singt, hier. Hier, ab hier, ne, so, Baby Girl, ich bleib dein Mann, ne, und dann wäre so die Melodie, aber so richtig böse Drums, ich glaube, das würde noch krasser werden, ne? Baby Girl, ich bleib dein Mann, nur leider bleib ich noch gefangen. Ich weiß, Girl, du brauchst meine Hilfe. Ich finde, das hört sich geil an. Als wie wenn jetzt der Beat einsetzt. Ist halt Geschmackssache, aber für mich ein bisschen zu fröhlich. Geschmacks düster. Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt, weil er einen Bekannten in Eindhoven mit einem Messer schwer verletzt hatte. Die Tat geschah im Juni auf offener Straße. Hintergrund könnte ein Streit um Schulden aus einem Drogendeal gewesen sein. Der Mann hatte seinem Opfer ein Messer 2-mal in den Rücken gerammt. Ich bin ein abgefuckter Junge, sagen viele. Obwohl ihr mich nicht kennt und nicht wisst, was ich fühle. Wegen einer Tat heißt es nicht, ich bin böse. Ich falle in Depression wegen jeder kleinsten Lüge. Ja, ich hatte... Siehst du, das ist ja auch die Sache, ne? Nur wegen einer Tat heißt ja nicht, dass ich ein böser Mensch bin oder ein schlechter Mensch bin, so, ja? Bin vielleicht auf die schiefe Bahn geraten. Vielleicht lief in meinem Leben nicht immer alles
halt gut ab und ich hätte vielleicht andere Wege einschlagen können, so. Aber ich habe halt diesen Weg genommen und klar, wenn du in dieser Szene drinne bist und wirklich dann auch, ne, die Leute sind skrupellos, ne, wenn er das nicht gemacht hätte und sein Leben verteidigt hätte, so gesehen, ne, man war ja nicht dabei, so, dann hätte es auch andersrum sein können, ja, so, das ist halt die Sache so und damit hat er das ja eigentlich auch dann erklärt, ne. Ich denke mal, damit will er das ja auch äußern, ne? Dass er halt nicht direkt ein schlechter Mensch ist, so, sondern es kommt immer auf die Situation an, ne? In der du dich befindest. Und das heißt ja auch immer, fressen oder gefressen werden, so. Ne? Und in solchen Kreisen, da kannst du halt keine Schwäche zeigen, so. Ja, und wenn du ja nicht den ersten Schritt machst, dann bist du vielleicht dann der Nächste. Ja, und das ist dann, ist immer leicht gesagt dann, ja. Wenn man jemanden einfach dann verurteilt und den dann halt sofort abstempelt und sagt, ja Mann, du bist jetzt ein schlechter Mensch, ja, so. Leider nicht das Glück für gute Noten, doch dafür habe ich heute hohe kriminelle Quoten und das wegen euch, was denkt ihr, was ich bin? Das Problem ist halt, dass die Leute, die dann halt im Knast waren und halt so viel Scheiße durchlebt haben, dass sie am Ende leider, ja, die meisten kommen leider nicht aus dieser Teufelsspirale raus, ja, oder aus diesem Teufelskreis, was natürlich sehr, sehr schade ist, ne, aber so ist es halt leider, nur die wenigsten schaffen es halt am Ende, ne, so, aber er macht wenigstens dann Musik, ja, verpackt es halt in Lyrik und damit kann er dann so gesehen seinen Hass oder seine Erfahrungen dann wenigstens dann auch transportieren, ja, und hat dann vielleicht, läuft dann vielleicht mit weniger Aggression durchs Leben, ja, und kann vielleicht für andere ein gutes Beispiel sein, ja, dass sie vielleicht einen anderen Weg einschlagen. So müsste man eigentlich die Sache sehen, ne, weil wenn es nicht die Kehrseite der Medaille gäbe, ja, dann würde man auch nicht die gute Seite schätzen. Ja, oder zu schätzen wissen, dann würde man halt auch wirklich ja, das, was wir dann alle, diese Freiheit, die wir haben und dass wir überhaupt Sachen machen können und sowas, ne, das ist halt ein Geschenk, ja. So gut, wie es uns hier geht, geht es in anderen Ländern, geht es da den Leuten viel dreckiger, ja. So, die haben ganz andere Umstände. Deswegen sollte man eigentlich echt froh sein, dass man hier ist. So. Auf jeden Fall, ne, hoffe ich mal, dass er mit der Musik dann wenigstens dann einen guten Weg dann damit eingeschlagen hat. Ne? Ist immer sehr wichtig. Danke für die lieben Worte. Gerne Knastreportage, gerne. Ja. War ein bisschen ausführlich jetzt auch und so, ne, weil ich finde es auch immer schlimm, einen Bruder im Knast zu besuchen. Ja, das habe ich ja auch. Und das ist immer so, man hat immer so ein komisches Gefühl, weißt du, siehst deinen Bruder dann in deinem Knast und dann gehst du wieder raus, er bleibt aber da drin, weißt du, und es ist immer ein Scheißgefühl. Immer ein Scheißgefühl. Und dann musst du deine ganzen Wertgegenstände alles ablegen und man fühlt sich selber wie eingesperrt, wenn du dann da drinnen bist, ja, dann darfst du nur vom Automaten Snacks holen. Ja, und du darfst nur Kleingeld, ne? Aber wenn du kein Kleingeld dabei hast, dann kannst du nichts am Automaten holen und so. Und du darfst nichts mitbringen, ja. Du holst sie halt ganz normal am Automaten dann. Und da kannst du halt auch nur Süßkram und sowas halt rausziehen, so, ne? Und du würdest am liebsten deinem Brudi halt, weiß ich, so ein Big Mac mitbringen oder so, weißt du, Mac-Menü oder sowas. Damit der wenigstens mal was Richtiges mal wieder, ja. Wieder mal was für die Kauleiste hat, ne? Aber ja, das ist halt sehr, sehr schade. Deswegen, ne? Mach keinen Scheiß. Geh den geraden Weg. So. The Dark Horizon. Internet heute komisch. Packt nur leider. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Aber dann sehen wir uns dann am Freitag, ne? Du weißt Bescheid. Und vielleicht auch vorher beim Bronx Bass Stream. Und La Paz, wir haben da jetzt noch gar nicht abgecheckt, weil du hast ja gesagt, du kommst ja später.
Deswegen habe ich deins ein bisschen nach hinten verlegt. Also gar kein Problem. Wir checken es noch. Ja? Von Goethe auch. Goethe haben wir uns auch noch nicht gecheckt. Weil du ja gesagt hast, dass ihr beide halt ein bisschen später am Start seid. Was natürlich auch richtig korrekt ist. Ne? Dass ich dann vorab Bescheid weiß. So. Meinte die von Schwarz-Weiß. Habe ich schon. Achso, die. Die habe ich abgecheckt. Also Schwarz-Weiß habe ich abgecheckt, die Song. Und ja, habe ich auch schon hochgeladen. Mal gucken, werde ich, denke ich mal, auch dann die Tage dann online stellen. Deine habe ich ja schon online gestellt, ne? Deine Reaction. Ich glaube noch von Tenner habe ich heute, glaube ich, eine rausgehauen. Morgen haue ich direkt die nächste. Vielleicht haue ich auch morgen schon. Ja, mal gucken. Ich habe auf jeden Fall noch genügend Sachen am Start. Also die neuesten Reactions habe ich auch alle schon fertig hochgeladen. Gerendert, hochgeladen, alles. Ich war sehr, sehr fleißig. So. Also Leute, ne? Ein Daumen nach oben, ein Abo. Ne, hier schreibe ich das ja auch nochmal, starker Song mit Aussagekraft. Man ist nicht direkt schlecht, nur weil man etwas Schlechtes getan hat. Es kommt immer auf die Situation an, in der es passiert. Ja? Damit denke ich, habe ich eigentlich schon alles richtig gesagt. So, wenn euch die Reaction gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, ein Abonnement, ja, und natürlich auch eure Meinung in die Kommentare. Ne? So, und hier ist der Link. Hier ist der Link.